vielleicht für euch auch. Wir sind hier ganz knapp über dem Boden. Ganz knapp. Mann, 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 Mann. Kenn das, kenn das. Ja, bei mir hat das nicht hingehauen mit der Aufnahme. Erstmal jetzt herzlich willkommen auf Duftis Kanal. Auch für alle aus Österreich, aus der Schweiz. Ich habe auch über 1% aus Japan, Russland, aus Polen. Ihr mögt alle gegrüßt sein. Ja. Jetzt läuft es erst. Ich habe hier Internetprobleme, arge. Und jetzt aber müsste alles stabil laufen. Ich habe mir vorgenommen, hier jetzt, wir haben ja hier aufgehört, wir hatten den Flugzeugträger zerstört und haben den jetzt weggeputzt. Und jetzt wollen wir dann einfach mal sehen, ob wir vielleicht noch hier diesen Tanker bekommen. Ich wollte eigentlich jetzt so abhauen. Wir haben noch 2 Torpedos vorne. Und einen hinten. Oder? Nee, gar keinen mehr hinten. Also im Heck ist null over. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir den Tanker noch erwischen hier mit den beiden Torpedos. Das sind auch nicht so tolle. Da haben wir den T1 und T3. Aber vielleicht haben wir Glück. Wir sind hier auf 80 Meter, ganz tief hier halt, ganz knapp über Meeresgrund. Ist jetzt hier wohl kaum zu sehen. Aber da ist schon der Boden. Und ja, ich will mir auch ein bisschen die Mechaniken angucken zu B-128 und dann der Wechsel zu B-129, die KI. Ich habe das Gefühl, die haben ihre Wasserbomben alle abgeschmissen. Und jetzt werden wir da ganz gemütlich rangehen. Und wir werden mal sprechen über B-129. Ich habe, normalerweise schreibe ich da nicht viel rein in die Foren, aber jetzt habe ich auch mal nachgefragt, Mensch, so 2 Wochen sind jetzt um, gibt es da Neuigkeiten? Und da ist mir aufgefallen, dass da doch der ein oder andere da auch schon ein bisschen genervt ist. Und dann kamen ein paar Fragen und auch, dass ja ein halbes Jahr kein Patch da gewesen ist, etc. Und ich dachte, vielleicht schnacken wir da mal ein bisschen drüber. Schön, dass ihr noch so lange durchgehalten habt und gewartet habt, dass ihr jetzt hier mit drin seid und jetzt klappt es. Jetzt hat es eben nicht mit der Aufnahme geklappt. Ich war jetzt eben schon so 10 Minuten in Gange. Aber das ist nicht so wild, denn dann plapper ich nochmal los. Denn das ist mir dann nicht aufgefallen. So, ja, es lebt, es lebt. B-129 müsste eigentlich spätestens heute rauskommen. Und wenn das nicht so ist, dann ist es ja verspätet. Und wie gesagt, da habe ich jetzt einiges drüber gelesen, habe mir so ein bisschen die Foren durchgelesen, dann habe ich selber was reingeschrieben, auch ein paar Kommentare bekommen. Und jetzt dachte ich, dann ist das eine gute Gelegenheit, hier doch einfach mal zu schnacken, was ihr denn so davon haltet. Ich gebe dann auch mal so meine Meinung zum Besten und dann kann man sich hier auch ruhig ein bisschen ausweinen. Wir sind ja hier unter uns. Erstmal möchte ich aber begrüßen, da muss ich mal eben rein hier, die Zeit nehme ich mir. Der Max ganz früh ja schon dabei. Ja, super, ich gucke nachher nochmal nach, ne, ob ich jetzt die Datei habe. Die andere konnte ich nicht öffnen, auch als ich sie aus dem Spam-Ordner rausgenommen habe. Aber solche Daten habe ich gerne auch als PDF, so als Datei. Jens, grüß dich. Ja, es ist noch kein Sonntag, du hast nicht verpennt oder die Nacht war nicht so schlimm, dass du einen Tag jetzt übersprungen hast. Kann ich dich beruhigen?
Dennis, grüß dich. Atze, du hast auch heute Zeit. Sehr schön. Henry, und dass ihr auch so lange dabei geblieben seid. Der Wangse Wang ist mit dabei. Den wir zu verdanken haben, dass überhaupt U-Boot so zu spielen ist jetzt so lange. Weil überlegt mal, 6 Monate ohne Mod. Das wäre dann Vanilla, wäre das nach 2-3 Monaten hier ausgereizt gewesen. Und solche Leute wie Salamander, Alligator, auch der Wangse und wie sie alle heißen, ja, die haben es möglich gemacht, dass wir so lange Spaß dran hatten. Und das ist auch eine wichtige Geschichte, wozu ich gleich noch komme, warum denn so lange nichts Neues dazugekommen ist, denn das hat eigentlich auch einen sehr positiven Effekt. Der Teuros 1 ist mit dabei. Travers 007, Paulchen Panther ist wieder mit dabei, Smokey, der Ralf Heisig ist mit dabei, sehr schön. Jens, ja, also meinen Rechner hübsch machen, es geht eher darum. Oh, dann haben wir noch den Lucky 1981, wir haben den, Henry hatte ich eben schon, oder? Ja, den hatte ich schon. Und dann Florian Finke ist hier noch heute wieder mit dabei. Oh, es lebt, ja. Uiuiui. Und der Dr. D, der ist jetzt auch immer öfter mit dabei hier. Sehr cool, sehr schön. Ja, wir werden heute so ein bisschen über diese Geschichte schnacken. Und so wie sich jetzt das mit dem Patch unter Umständen verspätet, habe ich mich auch verspätet in meinem Livestream. Aber das kommt ja nicht oft vor. Aber da kann man mal sehen, wie unvorhergesehene Sachen schnell mal eben passieren können. Ich bin hier ganz dicht dabei, mich hier an den Tanker noch ranzuschmeißen und ignoriere das einfach mal mit dem Zerstörer. Es sei denn, er schmeißt gleich Bomben. Ich höre auch keine Pings. Ne, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Und der Max horcht ja weiter fleißig. In diesen Kommentaren habe ich halt gelesen, dass bei manchen doch schon Unmut ist. Und ich denke mal, es lohnt sich vielleicht alles mal eben so ein bisschen zu beleuchten, darüber zu schnacken, wie das zustande kommt und ob das wirklich anders besser wäre. Wenn ihr also jetzt, wir sind ja unter uns, wie gesagt, wenn ihr jetzt hier ein bisschen da auch euren Unmut vielleicht Luft lassen wollt, könnt ihr das gerne machen, denn hier können wir auch darüber sprechen. Hier hat man dann auch das Feedback. Sehr cool, wie wir uns hier ganz langsam ranpirschen. Und die anderen kommen jetzt alle hinterher. Der Frachter macht mir Sorge, nicht, dass die alle wieder porten, weil nicht alles zusammen ist. Und wir uns hier so schön rangekuschelt haben. Ich möchte mal schon mal, Ralf Richter, grüß dich. Dich habe ich jetzt sonst übersehen. Ja, also kommen wir gleich mal zu Wangse. Übrigens, eine Sache in eigener Not. Wangse, tu mir bitte den Gefallen, dass du mir das Bremer Wappen irgendwie als Mod fertig machst, dass ich das so individuell mir draufpeikern kann, dass ich dann nicht jetzt ein bestimmtes U-Boot nehmen muss am Anfang. Ich krieg das nicht hin, ich schaff das nicht, aber ich weiß ja, dass du gerade in diesen Sachen mit diesen ganzen Grafiken Experte da bist mittlerweile. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn du das noch irgendwie hinkriegst, dass ich mein Bremer Wappen immer mitschleppen kann. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu Wangse und den ganzen Kandidaten, die wir hier haben, die das Spiel ja die ganze Zeit unterstützt haben. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man ein Patch rausbringt, jede Woche, alle 2 Wochen. Jetzt haben wir 30 Knoten, jetzt haben wir 44 Knoten, jetzt verhält sich der Torpedo so und jetzt ändert sich diese Geschichte. Was das Problem ist, dass wenn man viele Leute hat, die ein Spiel modden, das unterstützen, dass die das jedes Mal anpassen müssen. Und ein halbes Jahr jemand warten lassen, weil was völlig nicht funktioniert, das würde ja auch nicht gehen.
Wir haben hier aber jetzt 6 Monate kein Patch bekommen. Und so konnten wirklich für lange Zeit größere Mods erstellt werden, die nicht immer wieder angepasst werden oder nachher nicht funktionieren. Und eine Oberfläche, dass wir zocken können, die ist ja mit 28 dann geboten worden. Die haben wir bekommen. Und dann finde ich es viel besser, wenn man das ganze Paket ändert, was nachher in sich auch stimmiger ist, als dass wir alle 2-3 Wochen oder manche ja nach jeder Woche irgendwelche Änderungen bekommen und die Fehler, die hier drinne waren, auch Vanilla, mit denen konnte man ja voll leben und man konnte es ja komplett zocken. Also haben wir jetzt dadurch jetzt Mods bekommen, wie Leaving Mod etc., die dann das Spiel ja auf ein ganz anderes Niveau gebracht haben, schon mal vorweg. Und wir hatten hier genug Zeit zu spielen und der Entwickler hatte genug Zeit, das ganze Ding zu überarbeiten. Denn diese kleinen Veränderungen, die machen es ja nie möglich, wirklich hier mal was rauszureißen und zu sagen, das ändern wir jetzt komplett, da machen wir eine andere Mechanik draus. Hamburg. Ja, also Hamburg, okay. Aber das Bremer, was auch im Game ist, das brauche ich schon. Aber Hamburg ist auch nicht schlecht. Ja, ich möchte mal ein Beispiel nennen. Oh, wir sind gleich dran an ihm. Gleich knutschen wir den Tanker. Dann werden wir den auch irgendwann irgendwie erwischen. Die haben jetzt alle von uns abgelassen, weil wir jetzt hier wahrscheinlich in diesem Schatten sind. Obwohl der hier kommt mir... Naja, wir werden es sehen. Eine interessante Mechanik, um das mal vielleicht ein bisschen zu erklären. Also, wer auch ein bisschen Basic kennt, noch so die alten Programme, wo man auch programmieren konnte, da switcht ja so gesehen immer ein Cursor irgendwo im Programm hin und her und greift irgendwelche Daten ab. Und manchmal werden auch bestimmte Zahlen ausgespuckt. Diese Zahlen könnte man verwerten, um zum Beispiel andere Sachen zu beantworten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage habe, wie viel Sprit, wie viel Diesel hast du verbraucht und er checkt immer wieder diesen Stand ab, dann könnte man den errechnen anhand der Zahlenwerte, wie viel er verbraucht. Weil die Zahlenwerte zum Beispiel immer höher gehen, umso höher es eingestellt ist mit der Geschwindigkeit. Hier im Game ist es aber so, wenn ich in Echtzeit spiele, verbraucht er gar keinen Diesel in Vanilla. Da habt ihr keinen Dieselverbrauch. Ihr könnt 2-mal um die Welt reisen. Weil der Zahlenwert, der da ausgespuckt wird im Programm, unter 0, was weiß ich, ist und der dann so gesehen einen Verbrauch hat, der gar nicht mehr messbar ist. Ja, das ist aber jetzt der Tanker. Und jetzt kann man sagen, gut, das ist so ein bisschen eine Sache, die hat der Programmierer so nicht bedacht, weil der nicht geglaubt hat, dass es Leute gibt, die so bescheuert sind wie wir, die das dann stundenlang in Echtzeit zocken und hat das so vielleicht gar nicht bedacht. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, das ganze Ding rauszurupfen und ganz andere Werte zu machen, ein kleines Programm zu schreiben, was das errechnet, dass man das sauber da einfach trennt oder man muss es anders angleichen. Und wenn man eben jetzt 5-6 Monate Zeit hat, kann man alles richtig überarbeiten. Die das eben möglich gemacht haben, dass wir deswegen so lange zocken können, das sind halt wirklich eben die das jetzt hier gemoddet haben, das Spiel. Denn ich hätte hier auch nach 2-3 Monaten, muss ich sagen, hätte ich gesagt, jetzt will ich aber noch ein bisschen was Neues, weil das und das, da fehlt mir zu viel. Und viele Sachen, die Modder erstellt haben, und wie gesagt, die kriegen meist ja nicht mal ein Ei und Butterbrot dafür, die Sachen werden ja sogar oft noch in der Simulation dann aufgenommen. Also ich kann sehr gut damit leben, wie es jetzt war, dass monatelang da keine Unterstützung war, kein Mod, also kein Patch gekommen ist. Den Nerv, wie gesagt, auch einen Mod alle 2 Wochen anzupassen, weil da irgendein Gedöns wieder geändert wurde und vielleicht der ganze Mod deswegen wieder Probleme macht. Das wäre schon von der ganzen
ja, von der ganzen Mechanik dann eine blöde Geschichte geworden. Und wenn man jetzt ja, wenn man jetzt denkt, man ist 2, 3 Tage vorher fertig und denkt, gut, jetzt ist es raus, das kriegen wir hin, und da wird nur noch eine kleine Sache geändert, dann merkt man auf einmal, wow, da ist aber dann doch noch das und das Problem aufgetaucht, weil es zusammenhängt, müssen wir noch mal ran. Und es ist ganz schwer zu sagen, das haben wir aber bis morgen erledigt oder das kann auch noch 2, 3 Tage dauern. Und wie Wang Xia schon richtig schreibt, wenn es heute noch rauskommt, ist es doch auch noch in der Zeit. Dann hat es noch geklappt. Aber als ich die Kommentare gelesen habe und dann als ich selber eingeschrieben habe, da hatte ich auch ein paar Kommentare bekommen. Deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir mal so einen kleinen Kummerkasten und sprechen mal überhaupt über die Entwicklung, dass man sich darüber einen Kopf macht, weil es ist schnell dahingesagt, hier ist doch ein halbes Jahr nichts gekommen, da passiert doch gar nichts. Aber ich sehe das also ganz im Gegenteil. Mit den ganzen Sachen, die jetzt dazu kommen, was der Entwickler ja auch in Videos immer wieder zeigt, woran gearbeitet wird, ja, das ist halt dann auf jeden Fall gute Arbeit. Und bis jetzt hat er uns ja nicht enttäuscht. Es gab ja nicht irgendwelche Ankündigungen von irgendwelchen Erweiterungen oder ähnliches, die dann nachher nicht da waren. Also wenn die zeigen, das und das haben wir jetzt geändert, wird im nächsten Patch gemacht und gezeigt dann, dann ist es auch so gewesen. Aber selbst wenn es jetzt nicht rauskommt und es dauert noch 4 Tage und der Entwickler meldet sich nicht, weil er dann auch nicht wusste, wann es fertig ist, und reinzuschreiben, das kann auch noch 3 Wochen dauern, da wird sich der Publisher freuen. Also da muss man ja auch ein bisschen immer, das ist ja auch ein bisschen immer Politik. Aber bis jetzt hat er uns, denke ich mal, nicht stehen lassen, hat uns immer genügend informiert, der Entwickler. Und ja, vor allem, was dann geleistet wird, was ich sehe, was auch einige gesagt haben, ja, ein guter Wein, ne, das dauert halt. So, jetzt habe ich mal ordentlich geschnackt, will ich mal gucken. TS-Wangse, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Muss ich gleich mal eben gucken, weil ich hatte ja hier ein paar Sachen jetzt, Probleme internetmäßig, und dann auf einmal hat er den Stream nicht erkannt. Ich streamte hier lustig, aber YouTube hat den noch gar nicht gefunden gehabt. Schaue ich gleich mal eben. Raven ist auch mit am Start. Den wollen wir auch noch mal eben grüßen. Vollkommen recht, Paulchen Panther. Das ist eigentlich eine Ein-Mann-Produktion, aber ich glaube, der hat Zuwachs bekommen. Und dann ist es natürlich noch schwerer zu sagen, wann man fertig wird, als wenn man dann 20-Mann-Team hat. Aber wie gesagt, ich bin da auch glücklich mit. Ich bin glücklich mit, dass da jetzt ein halbes Jahr nichts gekommen ist, die alles so ein bisschen ummodeln konnten. Und es wird jetzt auch nur Leben reinkommen. Ich denke, die Campaign, noch ein paar Mechaniken, die jetzt zusätzlich eigentlich schon immer schon mal irgendwie rein sollten. Und ich gehe davon aus, dass erst in B130 wirklich Sachen geändert werden, die dann noch simulationstechnisch dabei sind, wie ein Verhalten vom U-Boot, dass das vielleicht nicht so schnell bremst oder beschleunigt, dass sich das alles echter anfühlt. Diesen Feinschliff, da glaube ich, da kommen wir erst ganz zum Schluss rein, auch mit der ganzen Navigation und so. Jetzt ist es einfach so, die Campaign, da sind viele drauf gespannt, dass da so eine kleine Geschichte reinkommt. Und da sind einige Sachen jetzt so zugekommen. Die Milchkühe ist klar. Ja, wir können jetzt nicht nur aufmunitionieren, wir können nachtanken. Nein, es gibt auch heiße Brötchen, frisch gebacken. Und ja, das sind diese Sachen, die jetzt erstmal nachgeschossen werden. Und wenn es heute noch rauskommt, dann gibt es überhaupt nichts zu meckern. Dann sind wir nämlich genau im Zeitplan. Dann hat er das in 2 Wochen rausgeprügelt. Und ich sehe das so, wie wir das mit unserer Mannschaft machen. Der schleift uns halt jetzt auch. Jetzt werden unsere Nerven halt auch ordentlich beansprucht. Nur so können wir echte Seewölfe werden. Ja. Naja, oh, Raven, verbuggt
ich will mal nicht verbuggt sagen, aber da werden noch viele Sachen nicht wirklich 100% funktionieren. Denn es ist ja, wie der Name schon sagt, eine unstabile Version. Ne? Und bei einer unstabilen Version läuft nicht stabil, sagt ja so schon der Name. Und das ist ja auch dem geschuldet, wenn der Entwickler jetzt das noch richtig testen würde. Und das ist ja ein super kleines Team. Lass es noch die 20 oder 100 People sein, die er hat, die das vielleicht noch testen dürfen. Dann wissen wir noch nichts über alle Grafiktreiber, die ganzen Kombinationen. Wir werden erst dann ein Feedback bekommen, richtig, und es wird dann rundlaufen, sobald es raus ist und die Leute ordentlich mit F11 dann ein Report schicken, was nicht funktioniert. Dann ist das, wo der 3 Monate rumeiern würde, um rumtesten, das lutschen wir mal eben in 2, 3 Tagen durch. Dann hat er genug Material, dass das dann nochmal wieder alles bearbeitet werden kann. Aber was ja der Entwickler bisher, ich will es nicht jetzt hier heraufbeschwören, aber was der Entwickler bisher immer geschafft hat, jetzt in den letzten Patches, dass das immer stabil lief. Also wann ich hier mal einen Absturz hatte, das kann ich ja wirklich abzählen an einer Hand. Das mag Leute geben, die gerade Pech hatten mit irgendwelchen Treibern oder anderen Grafikkarten, dass die ein anderes Erlebnis hatten, aber ich kann da nur von mir sprechen mit meiner 10er Karte. Ja, ich habe ja noch die ganz normale, nicht mal die TI. Dann ist das wirklich, da bin ich ganz mit zufrieden, wie es läuft. Da kann ich nicht meckern. Ewald, grüß dich. Ja, also vom Preis her, schön, dass du das ansprichst, Ewald. Also das ist ja schon fast negativ. Also wenn man sich nicht mit dem Genre auskennt, oder nicht mit U-Boot und man klickt da drauf und sieht dann, ja, zurzeit im Angebot für 11 € noch was. Normal, ich glaube, kostet irgendwie schlappe 20 € noch. Und wir dann sehen, was andere Simulationen bieten für 29 €, für 39 €. Da würde ich ja gar nichts erwarten. Das ist ja, das Problem ist, das Spiel sollte schon lange raus sein. Es hat sich alles verzögert und Steam hat natürlich auch Verträge. Und wenn Steam sagt, so, du bist so und so lange draußen, jetzt dürfen wir diesen und diesen Rabatt reinsetzen, dann denke ich mal, so stelle ich mir das vor, dann können die da von U-Boot nichts machen. Und dann wird der Preis da so rausgehauen. Und das Gute ist, weil es ja auch schon jetzt so lange gedauert hat, ich sehe da auch was Positives, wenn das jetzt viele kaufen, weil es auch für sie einfach preislich erschwinglich ist. Dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, wenn das dann allen gefällt, mit DLCs vielleicht nochmal Geld einzuspielen, dass diese Entwicklung dann auch wirklich hier so bleibt und da vielleicht noch immer noch mal ein bisschen was hinterherkommt. So stelle ich mir das vor, weil ja, der Preis ist wirklich, es ist wirklich zu günstig für dieses Spiel, selbst in diesem Vanilla-Zustand. Denn da ist es ja modbar. So, wir sind gleich in Position, nicht? Das sieht ja richtig gut aus. Ich mache mal hier eben einmal einen Kurs zeichnen. Es hat sich ja wirklich gelohnt, da mal dran zu bleiben an dem noch. Und zu sehen, dass wir da noch einen schönen Abschuss machen. Und mal sehen, wie weit der wirklich auf Kurs bleibt. So. Wir haben auch alles dabei. So, dann will ich noch mal eben schauen und dann will ich mal eben nach dem TS schauen, ob ich das zum Laufen bringe. Ja, es geht mir ja auch so, Udo. Ich habe hier jeden Tag bestimmt, ich 7 Mal am Tag, 8 Mal am Tag gucke ich, ob da irgendwas passiert ist. Das kribbelt mir ja auch. Ich schreibe jetzt schon was in Foren, das ist überhaupt nicht meine Art.
Weil wenn es länger dauert, dauert es länger. Da warte ich ab. Das wird durch meine Frage nicht schneller. Aber ich konnte mich heute nicht mehr zusammenreißen. Ja, also es kann Vorteile haben und Nachteile, wenn etwas so viel länger dauert. Kann auch immer mein schlechtes Zeichen sein. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, da kommt jetzt ja wieder was, dass wie hieß es denn jetzt noch? Die Online-U-Boot-Simulation. War das Seewolf? Nee, nee, das hieß anders. Habe ich jetzt mir vom Vierteljahr noch mal, habe ich da noch mal reingeguckt gehabt. Und dann gucke ich jetzt nur noch nach den Patch Notes. Da gab es ja immer noch keine Flugzeuge. Das Wasser sah immer noch so aus wie vorher. Und das ist ein halbes Jahr um gewesen. Und da gibt es nichts zu modden. Da war bei mir nachher irgendwie so ein bisschen die Luft raus, weil das Multiplayer mir so einen Spaß gemacht hat. Die erste Zeit halt. Aber dann war bei mir dann schnell auch dann die Luft raus wieder. Da ist ja nun wirklich lange nichts passiert. So, ich schau mal jetzt nach TS, ob ich das hier so starten kann. Da haben wir es. Jetzt müssten wir mal eben hier. Einstellung, Kopfhörer. So, ich weiß nicht, ob man mich jetzt doppelt hört, ob hier überhaupt was kommt. Wangse, kannst du mal was sagen? Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Ah ja, der ist noch nicht drinne. Muss ich eben einen anderen Ausgang nehmen, denke ich mal. Ja, da ist der Fehler. Ich hab's gleich. Ich gehe auf Chat. Übernehmen. Channel switched. User was moved to your channel. Ja. So, jetzt haben wir hier live den Wangsel am Start. Ja, fast. Also jetzt müsste es fast an dir liegen, denn ich sehe zwar, die Lampe leuchtet auf, aber hier im Channel, wenn ich switche, das hört man. Vielleicht ist bei dir auch noch was stumm. Also ich kann dich hier auch nicht hören. Moment. Nee. Ich teste das nochmal, ob man das TS hört. Channel switched. Channel switched. Ja, das hört man. Jetzt müsstest du mich hören. Perfekt. So, also nochmal, moin, moin. Ja, cool. Grüß dich. Also hier ist einer unserer Modder, ne, den wir halt zu verdanken haben, dass wir hier jetzt 6 Monate Spaß hatten, auch wenn da nichts gekommen ist. Aber nicht zu viel loben. Aber danke, danke. Ja, cool, dass du Zeit hattest. Du hast ja auch keine Infos weiter, ne? Theoretisch müsste es heute rauskommen, oder? Was sagst du? Ja, nein. Nein. Also was gesagt wurde, ist, war ja, oder die letzte Info, die kam, war unsere beste Annahme, es kommt in 1 bis 2 Wochen. Ach, unsere beste Einnahme. Man achte auf jedes Wort. Ja, und wenn ein Programmierer dir sagt, ich nehme mal an, in einer Woche oder in 2,
dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das mit Sicherheit noch eine Woche oder eine 2 Wochen noch länger dauert. Ja. Das ist so meine Erfahrung, die ich mit Programmierern so gemacht habe. Wobei Ruby jetzt kein Programmierer ist, aber Ruby testet ja auch viel und kümmert sich da um die Community-Kommunikation und hat ja auch einen guten Überblick durch das Testen. Und wenn er sagt, also unsere beste Annahme sind 1 bis 2 Wochen, dann wäre es möglich, dass es heute kommt, aber ich gehe eher davon aus, dass es sich noch ein bisschen verzögert. Weil du steckst nicht drin, du weißt nicht, auf was für Probleme die gestoßen sind. Das kann ja alles Mögliche sein. Und wenn man sich die Videos anschaut, die in den letzten Wochen gekommen sind, was denn jetzt in dem Patch drin sein soll, und das wird mit Sicherheit auch nicht das Einzige sein, also da, so wie ich die Leute kenne und so wie ich die Entwicklung mitbekommen habe die letzten 2 Jahre, war in jedem Patch mehr drin, als angekündigt war. Deutlich mehr drin. Es ist schwierig, also alles, was angekündigt wurde, kann unheimliche Probleme im Spiel erzeugen. Und wer weiß, wo die jetzt gerade festhängen. Vielleicht brauchen sie Support von Unity und ja, wenn das so sein sollte, dann könnte es sich noch ein bisschen hinziehen. Ach, da ist auch noch eine Abhängigkeit, dass sie bei ein paar bestimmten Sachen dann immer wieder den Support von dem brauchen, von der Engine, ja? Also ich weiß zum Beispiel von letzten Patch oder dem davor, als mal dieses ganze Reisesystem geändert wurde, als wir jetzt diese Echtzeitgeschichte bekommen haben, da gab es ein Problem mit der Unity Engine. Und da waren die darauf angewiesen, dass Unity den Support gibt. Und das zog sich auch ziemlich lange hin. Weil es ist ein kleines Studio, das sind 3 Leute, die das machen. Und wenn du als kleines Studio bei Unity anklopfst und sagst, ey, ich habe hier ein Problem, ihr müsst mir mal Support geben, glaube ich nicht, dass sie dich mit absoluter Priorität behandeln. Die werden wahrscheinlich erstmal größere Studios abfrühstücken, bevor die sich um so eine kleine Indie-Entwicklertruppe kümmern. Ist jetzt aber meine persönliche Einschätzung. Ne? Ja, ist ja von uns allen nur, aber das ist doch schon ganz interessant. Und auch, dass man das mal von dieser Richtung dann, dass man das da mal beleuchtet. Denn das habe ich ja schon angesprochen, da kommt eine Änderung und es ist alles schon fast tutti, aber dadurch hat sich dann auf einmal was verändert, was eigentlich immer gut lief. Und dann wirklich da diese Fehler rauszubekommen oder dann vielleicht sogar noch erst den Support zu bekommen, von den Jungs, und das ist ja gerade auch jetzt in der Corona-Zeit etwas schwieriger unter Umständen, dass alles auch noch mal wieder ein bisschen länger dauert, dann, also mir war bis eben noch gar nicht bewusst, und es stimmt, so stand es drinne, also das ist die beste Erwartung, 1 bis 2 Wochen. Das heißt nicht, in 2 Wochen haben wir es, sondern da würde ich tatsächlich noch von 1-2 Wochen ausgehen, wenn es dann gut läuft. Ja, genau. Also was ich erwarte oder definitiv erwarte heute oder morgen, spätestens morgen, wäre jetzt nochmal eine Info, dass eine offizielle Info kommt. Von Ruby, ja. Der sagt, Jungs, wir haben hier noch Schwierigkeiten, wir müssen davon ausgehen, es verzögert sich noch, tralala. So. Irgendwie sowas in der Richtung halt. Ne? Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Und diese Meldung könnte ja auch schon vorher kommen. Ein Tag oder so. Das heißt, irgendwo lassen die uns ja noch die Hoffnung, dass das ganz normal heute dann noch geboren wird. Naja, du steckst da nicht drin. Ne? Also ich denke mal, ich an Rubis Stelle, wenn ich jetzt Ruby wäre, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, so hätte ich jetzt vielleicht gestern, vorgestern oder heute oder ja, eher vorgestern, vorvorgestern gefragt, sag mal Jungs, wie sieht das aus? Kriegen wir das hin am Wochenende? Und dann kriege ich vielleicht zu hören, ja, könnte klappen. So. Dann würde ich noch nicht offiziell irgendwas reinschreiben. Nee, nee. Ne? Und erst dann würde ich was schreiben, wenn ich höre, so definitiv, also dieses Wochenende auf gar keinen Fall, mindestens noch so und so lange. So. Und dann würde ich auch wieder abwägen, wenn der jetzt sagt, ja, mindestens noch 2 Tage, also Montag eher. Dann würde ich mir auch überlegen, ob ich das reinschreibe, es kommt auf jeden Fall am Montag oder geht davon aus, dass es Montag kommt. Also das ist eine schwierige Situation. Aber ich denke mal, was ich an Ruby Stelle auf jeden Fall machen würde, wäre jetzt spätestens morgen zu sagen, irgendeine Art von Info rauszugeben. Entweder mit, hab noch ein bisschen Geduld oder wir sind kurz davor oder was auch immer. Ne? Ja, ich antworte nochmal hier auf den Kommentar mit der Transparenz. So, Transparenz
ist eigentlich auch nur dann möglich, wenn man die Information selber hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier vor einem Problem stehe und ich sage, du weißt was, lass mich da heute nochmal dran, dann gucke ich mir nochmal an, wie es durchläuft. Es kann sein, dass ich das dann heute Abend oder spätestens morgen früh hingekriegt habe. Jetzt hänge ich hier bis morgen früh. Und Norbert, vielen Dank für dein Abo. Sehr cool. Und dann sitze ich hier und dann merke ich, es klappt gar nicht, weil da ist noch ein Fehler, den habe ich so noch gar nicht gesehen. Der steckt da auch noch mit drin, der hängt damit zusammen. Und schon kann da eine Woche draus werden. Und dann habe ich aber noch vorher rausgeschaltet, ja, ich habe es jetzt morgen. Morgen Abend dann spätestens oder so. Das ist also ganz schwer. Ich glaube, hätten die Informationen, dass die wissen, aha, wir haben das bis Mittwoch auf jeden Fall gebacken. Und dann ist es raus. Es geht ja nur noch um Kleinigkeiten und das ist jetzt nur noch Fleißarbeit oder so. Dann würden wir das bekommen, die Info. Sondern es ist wirklich so, ich denke mal, die wissen selber noch nicht, entweder also kommt es sowieso raus heute oder das kann auch eine Woche, noch zwei Wochen dauern, weil wenn man jetzt hört, bestenfalls, wenn alles läuft, habt ihr das in 1 bis 2 Wochen, dann kann ich von 2 Wochen eigentlich fast gar nicht mehr ausgehen. Aber bestenfalls, wann ist denn mal was bestenfalls? Wann wart ihr auf der Arbeit mal und es war bestenfalls? Ja, das genau das ist der Punkt. Und viele hängen sich jetzt gerade dran auf, an diesen 1 bis 2 Wochen und sagen, ihr habt jetzt aber gesagt, in 2 Wochen kommt's. Und das stimmt definitiv nicht. Die haben nicht gesagt, das kommt in 2 Wochen, die haben gesagt, bestenfalls in 2 Wochen. Und dann muss man ganz klar sagen, ja gut, ne, dann gehe ich mal eher davon aus, es dauert 3 Wochen oder 4 oder länger. Das weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht Ignoranz vom Studio und es ist auch nicht, dass die einfach da so in ihrem Ding sind, dass die sagen, das erzählen wir denen gar nicht oder so, sondern wenn auch Ruby, der sich da ja im Foren da wirklich immer zur Rat und Tat, sag ich mal, zur Seite steht, der kann da jetzt auch nicht irgendwas reinhauen, weil wie du schon sagst, wir haben dann diesen ganzen Shitstorm. Jetzt hast du doch gesagt, nächste Woche jetzt wieder nicht, was macht ihr denn da? Und dann gebt doch gleich anständige Infos. Und man kann nicht einfach sagen, das kommt nächsten Monat raus und das schaffen wir locker, weil diese Ansagen, da hängt ja auch ein bisschen der Publisher dran, der sagt, ey, sag mal, du kannst dir nicht ewig Zeit lassen, jeder Tag der Produktion kostet hier Geld. Das ja. Heißt, der Entwickler will unbedingt, dass das fertig wird und will es so schnell wie möglich releasen. Davon können wir ausgehen. Der will das noch mehr, und das ist fast nicht zu glauben, aber der will das noch mehr als wir. Das ist sein Job. Ja, das ist gleich noch der nächste Punkt. Du weißt ja nicht, was die mit Playway da irgendwie im Vertrag drin stehen haben, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen, wann sie was sagen müssen und so weiter und so fort. Die haben ja auch noch ein Mitspracherecht irgendwo. Und so wie ich Playway kenne, ja, naja, sage ich jetzt mal nichts zu. Die kenne ich zum Glück nicht so, habe ich nicht kennengelernt, aber es ist halt so, die Verträge sind meist knochenhart. Und da wird alles Mögliche da reingehauen. Ne? Das ist heutzutage ja sowieso gang und gäbe. Also ja, bleibt uns nicht abzuwarten, oder? Sonst bleibt uns ja sowieso nichts über. Nee, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Aber wie gesagt, ich würde jetzt mal ganz stark davon ausgehen, oder ganz stark es erwarten, dass dieses Wochenende noch eine Info kommt, eine offizielle von denen. Also heute oder spätestens morgen. Da würde ich jetzt, das wäre so das Minimum. Das erwarte ich jetzt auch. Ja, ich gehe auch davon aus, dass am heutigen Abend oder eben früh morgens, irgendwie nächsten Tag, ist da dann was raus, dass wir wissen, okay, dauert nur noch mal eine Woche und so, es lässt sich überleben oder Hardcore-Probleme aufgetaucht, verschiebt sich um 3 Wochen. Was ich auch nicht glaube. Ich glaube nur halt, und die Aussage war wichtig, bestenfalls in 1-2 Wochen und bestenfalls, wann gibt's das? Wenn das jetzt am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag rauskommt, dann wäre das ja noch 100% im Zeitplan, was die gesagt haben.
Nur da Sie nur diese 2 Wochen angesprochen haben, wäre es schon klug, morgen oder übermorgen eine Meldung zu machen. Theoretisch müssten Sie das nicht mal, weil bestenfalls in 1, 2 Wochen, da dürfte ich mich eigentlich erst nach 3, 4 Wochen melden. Was ist denn los? Ja, schon richtig, aber ich würde es halt der Community wegen, würde ich schon versuchen. Also wenn ich jetzt eine Meldung rausbringe und sage, könnte sein in 1 bis 2 Wochen, dann würde ich mich spätestens nach 2 Wochen nochmal sagen, ja, tut mir leid, ne, dauert vielleicht doch noch ein bisschen länger oder so. Also da würde ich nicht noch 3 Wochen dann ins Land ziehen lassen. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Ja, aber die teilen, glaube ich, die meisten hier. Das ist also, wäre schon angesagt. Weil wir haben natürlich die 2 Wochen im Kopf und das muss denen auch bewusst sein, wenn die sowas schreiben. Aber bestenfalls in 1, 2 Wochen, dann darf es ja eigentlich auch keine 4, 5, 6 Wochen dauern, sondern dann geht es, wenn alles gut geht, dann zumindest nach ein paar Tagen los. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir morgen um 9.45 Uhr B129 drauf haben. Träume darf man ja noch haben, das muss erlaubt sein. Ja, ja klar, ich meine, kann ja sein, dass das heute Abend aufschlägt oder morgen nochmal aufschlägt. Ist ja alles drin, ne? Das weißt du ja nicht. Der Tanker, sag mal, was macht der denn? So viel habe ich gar nicht von der KI erwartet. Genau den ich auf dem Schirm habe, der seilt sich jetzt hier ab. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber apropos KI, da wollte ich mal einsteigen. Also das kann cool. Unter Umständen auch ein Grund sein, warum es sich verzögert. Es wurde ja angekündigt, dass es jetzt Air Raids geben wird dann mit B-129. Also Angriffe auf irgendwelche Häfen, ne? Flugzeugangriffe, Luftangriffe. Und das habe ich ja mal in die Living U-Boot Mod reingebastelt. Und da habe ich ja auch deutsche Schiffe reingebastelt. Und wenn du dir dann anschaust, wie die KI reagiert in der Mod, die greift dann die Schiffe an und ignoriert dich komplett. Also du kannst wenn ich jetzt in der Nähe von einem Hafen bin oder im Hafen bin und da sind deutsche Schiffe vor Anker und es kommt ein feindliches Flugzeug, die greifen alle nur die anderen Schiffe an, aber nicht das U-Boot. Und das könnte auch ein größeres Problem geben oder sagen wir mal lange dauern, da die KI entsprechend anzupassen. Das sind alles so Dinge, die sowas verzögern können. Das muss man auch ein bisschen im Auge haben, denke ich mal. Ja, was auch bei der KI ja der Fall ist, ist der Sonar, der auch angepasst werden muss. Wenn ich. So, jetzt höre ich dich gerade irgendwie nicht mehr. Ah, okay. Wenn ich über Wasser bin und es ist Nacht und ich bin 2 Kilometer entfernt von einem Schiff und das kann mich nicht sehen und ich tauche auf, dann kann ich Gas geben mit AK. Er erkennt nicht, oh, da ist ein neuer Überwasserkontakt. Der bewegt sich auch nicht innerhalb der Formation, sondern bewegt sich so asynchron. Das muss ein U-Boot sein, was aufgetaucht ist. Über Wasser, wenn es hell ist, klar, wirst du sofort angegriffen. Aber in der Nacht erkennt er das noch nicht. Und auch das sind Sachen, die ja später mal, und ich denke, spätestens bei B-130 würde ich mir das wünschen, überarbeitet werden, dass also auch die Schiffe erkennen, wenn man Überwasserkontakte hat, die eben richtig einzusortieren und zu sagen, da ist noch kein Schiff gewesen eben, jetzt taucht da eins auf, kann doch nur ein U-Boot sein. Und dass sie zumindest dann Kurs darauf nehmen. Zurzeit wird das komplett ignoriert.
Und sie verhalten sich auch merkwürdig bei den Torpedos. Manche Torpedos werden als Feind anerkannt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon so eine hypergute Intelligenz ist, dass sich der Zerstörer vor den Torpedo werfen will. Denn diese Taktik könnte ich mir noch vorstellen, damit eben ein Tanker oder so nicht getroffen wird. Sondern es verhält sich dann so, dass er dem einfach hinterherfährt. Und das sind eben Sachen, das hört sich erstmal vielleicht gar nicht so schwierig an, aber das nachher wirklich so zu programmieren, das stelle ich mir dann doch nicht so einfach vor. Und das sind also noch viele Sachen, wenn man richtig in die Mechanik reingeht, auch eben vom Sonar, dass da noch etliches Luft nach oben ist. Ja, auf jeden Fall. Und du musst ja alles immer irgendwie testen. Das Testen frisst am meisten Zeit, das kommt noch mit oben drauf. Und es gab jetzt auch von Ruby in irgendeinem Tweet mal einen kleinen Hinweis. Ich habe den jetzt gerade mal gesucht, aber ich habe ihn auf die Schnelle nicht gefunden, wo er sagte, ja, ihr steckt da nicht so drin. Da sind viele Variablen, viele Geschichten mit unterschiedlichen Betriebssystemen, die alle Probleme machen können. Und deswegen ist es schwer zu sagen oder genau einen Termin zu geben. Das kam mal in irgendeinem Tweet vor, da hat er auf irgendwas geantwortet. Ich finde es nur jetzt im Moment nicht. Und das gibt dir ja schon so ein bisschen den Hinweis, in welche Richtung das gerade geht, ne? Wo das Problem eventuell stecken könnte. Ja, ja. Und deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass die das noch so, die wichtigen Sachen jetzt noch ausklammern, wie diese ganzen Geschichten, so diesen Feinschliff mit so einer, mit dem Verhalten des U-Bootes, dass es nicht so schnell beschleunigt oder abbremsen kann wie bisher, sondern jetzt sollten ja eher noch die lebendigen Sachen reinkommen, ein bisschen Campaign, ich wünsche mir mehr Schiffsverkehr, so diese ganzen Geschichten, dass das ganze Ding erstmal runder wird. Aber die Details, da werden sicher auch noch etliche Sachen überbleiben für den nächsten Patch. Ja, also ganz großes Ding, was ja noch kommt, ist ja die Überarbeitung der Häfen. Dafür haben sie ja jetzt extra einen mit ins Team geholt vor ein paar Wochen oder Monat, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht mehr so den Überblick, der jetzt die ganzen Hafenszenen überarbeitet. Das kommt dann mit dem nächsten Patch, soweit ich weiß. Also in diesem Patch wird es noch nicht mehr drin sein. Und auch das hat ja wieder Potenzial, richtig das ganze Game irgendwie durcheinander zu werfen, weil du hast ja wieder dann das Verhalten der Schiffe in den Häfen, du hast die Andockstation, du musst die Spawning-Punkte da irgendwie setzen. Und das musst du ja sicherlich auch jetzt schon vorbereiten, damit du hinterher nicht wieder alles umkrempeln musst. Also da steckt überall unheimliches Potenzial drin, in jedem Ding, was jetzt oben drauf kommt, nochmal zusätzliche Fehler und Probleme zu verursachen. Also, ne? So ist es. Aber dadurch, dass eben die Erweiterung so groß ist, ich meine, das lohnt sich ja auch darauf zu warten, dass die Häfen so ein bisschen das Feeling eingeben, ne? Dass man alles so ein bisschen vielleicht ganz grob erkennt, dass man besondere Wahrzeichen oder so, die es damals auch gab, dass man das erkennt und dann auch beim Hafen einfahren, dass die dann nicht alle so extrem gleich aussehen. Obwohl so ganz gleich waren sie ja nicht, aber ne, es war schon immer so dieses Muster, das katapultiert ja auch die Simulation schon wieder an einen anderen Punkt, finde ich. Ja, die ganzen Häfen sind ja jetzt momentan im Grunde genommen nur Platzhalter. Also es ist ja keine, das ist ja nicht ernsthaft ein Hafen, den sie jetzt da irgendwie drin haben. Wenn du jetzt Häfen in der Mod irgendwie Häfen, zusätzliche Häfen reinmachen willst, hast du das Problem, du kannst die momentan, die Häfen, die im Spiel drin sind, die kannst du nicht drehen. Das war mal so ein Punkt, wo sie gesagt haben, okay, das werden wir überarbeiten, dass die dann auch drehbar sind, damit man die in jeder Stelle irgendwie auf der Karte irgendwie einbasteln kann. Und dafür haben sie sicher jetzt jemanden geholt, der das komplett überarbeitet. Also nicht nur, dass man es drehen kann, also ich gehe mal auch davon aus, dass ihr die Häfen, dass du komplett neue Häfen hast, dann, wenn das dann fertig ist. Also die dann auch wirklich ganz anders aussehen und schicker sind. Und das bietet dir ja auch, wie gesagt, schon wieder Potenzial ohne Ende für Probleme und weitere Fehler. Und da hängt ja ein Rattenschwanz dran, oder kann sich ein Rattenschwanz entwickeln an Problemen, die du lösen musst. Das Problem mit den Häfen bei Leaving Mod war ja auch zum Beispiel am Anfang, dass es sehr schwer ist,
fürs Programm zu erkennen, ob ein Hafenplatz frei ist oder nicht. Die haben sich ja gerne, die Schiffe, dann dahingestellt, wo das U-Boot war. Und wenn man ein bisschen vorgespult hat, dann war auf einmal das Schiff auf dem U-Boot drauf. Und so ein Schiffsverkehr sieht ja toll aus, ist schon cool, aber es muss eben spielbar sein. Und dass die sich da nicht nachher in eine Reihe schlingern. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass es da etliche Probleme geben kann. Ja, und das ist jetzt nur ein Aspekt. Ne? Du hast ja noch, was angekündigt ist, wenn es Hydrofon zum Beispiel, das Hydrofon wird komplett überarbeitet, sodass du fähig bist, im Hydrofon entfernte Kontakte irgendwie zu hören. Allein das bietet dir ja auch schon jede Menge Potenzial, das Programm komplett durcheinander zu wirbeln. Ja, aber ultimativ wichtig auch, ne? Also das ist schon, weil es sind ja eigentlich die Augen und Ohren, ja, U-Boot unter Wasser kann nur horchen. Und dann ist es wichtig, dass das gut umgesetzt ist. Deswegen bin ich ja auch froh, wie gut die Umwelt umgesetzt ist. Weil wenn das da schon hapert, wenn schon, ich sag mal, bei der B-120 oder so das Wasser alles blöd aussieht und nicht rund ist die ganze Geschichte, das wäre wie bei einer Flugsimulation, wenn man dann einfach da in diesem 3D, was ist das, was dampft denn der da vor sich hin? Seht ihr das da? Der beschleunigt hier, das sieht ja so cool aus. Dass also das da nicht stimmig ist, dann wird das alles nichts. Und hier für mich, die Oberfläche passt. Wir haben jetzt sogar schon Temperaturschichten mit dem Mod da drin, also es ist alles möglich hier. Und mit dem Sonar, das ist mir ganz wichtig, dass das überarbeitet ist, dass wir auch mal biologische Geräusche hören oder dass es zumindest dann modbar wird. Und ich habe gehört, es soll insgesamt modbarer sein. Also die versuchen, das so zu machen, dass man, guck mal, jetzt bleibt er stehen und horcht nur noch. Die wollen da tatsächlich versuchen, eine Oberfläche so zu schaffen, dass es für einen einfacher ist, da Mods zu integrieren. Hast du das auch so gehört, oder? Ja, das habe ich auch so gehört. Ob das jetzt schon mit diesem Patch kommt, würde ich eher bezweifeln. Ich denke, das wird sicherlich erst zum Schluss sein, dass es noch modderfreundlicher wird, sage ich mal. Ich denke mal, das heben sie sich dann wirklich bis zum bitteren Ende auf. Aber angekündigt ist das ja. Dass man dann auch in der Vergangenheit, also in der Zukunft dann schön die Unterstützung dann bekommt mit den Mods. Ja, der ruht jetzt. Also was ja interessant ist hier, der Tanker macht sich voll vom Acker. Als wenn der merkt, dass ich ihn verfolge, setzt er sich hier komplett ab. Ich werde jetzt nochmal ranschleichen, dann ein bisschen Tempo rausnehmen, dass die Bodyguard verschwindet. Und dann bin ich gespannt, weil was ich erlebt habe, ist, dass sich hier teilweise, wenn die Verbände zu sehr auseinandergezogen sind, dass die sich wieder zusammen an einem bestimmten Punkt, wo auch immer, dann in der Umgebung, dann wieder neu formieren. Weißt du da auch was drüber? Ich habe das hier also richtig reproduzieren können, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn er dann auseinanderreißt, der Verband, dass die dann auf einmal zack wieder zusammen auf einem Konvoi sind. Ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich es selber noch nicht so richtig ausprobiert habe. Aber klar, die kommen dann irgendwann wieder als Konvoi zusammen. Wie schnell das geht, weiß ich nicht genau. Ich würde jetzt eher davon ausgehen, wenn sie deinen Kontakt oder dich verloren haben, dass sie dann wieder alle sich in so eine Formation begeben. Aber nee, leider nicht. Du kannst direkt dran sein an den Kontakt. Du kannst den aufgeschaltet haben. Der kann 1 Kilometer vor dir sein. Er ist dann verschwunden und nicht verschwunden, weil man ihn nicht mehr sehen kann nur, weil keine Sensoren da sind, sondern der ist dann real wieder 1,5 Kilometer oder 3 Kilometer weg und dann sind die alle auch schön wieder zusammen in einem Verband. Und das ist, wenn du einen verfolgst, ja auch keine schöne Geschichte. Wäre schon cool, wenn die das irgendwie peilen und einfach zurück zu ihrem Verband, egal was dann ist. Dann müsste er alle Gefahren ignorieren
und einfach strikt wieder zu seinem Verband fahren. Dieses Porten ist da unglücklich. Ja, aber da gehe ich mal von aus, dass es auch mit überarbeitet wurde oder wird. Ne? Bin ja wieder 1600 Kilometer jetzt dran an meinem Objekt. Ja, Kinders, also entweder kommt das heute noch oder was klug wäre, da die ja gesagt haben, wenn es gut läuft, in ein bis zwei Wochen uns eben eine Meldung geben, ist nicht gut gelaufen und dann eben uns auch sagen, wann es dann kommen wird. Die Hoffnung, solange noch keine Meldung da ist, ist, dass es noch irgendwann bis heute Abend released wird. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Dann haben wir einen tollen Sonntag. Dann werde ich mir hier den ganzen Tag um die Ohren hauen, um mir das anzuschauen, damit wir dann morgen schön Stream gebacken kriegen. Aber auch mit B128, denke ich, kriegen wir noch mal den Sonntag rum. Hast du noch irgendwas in Planung, Wangse? Außer dein Modell, du hast ja jetzt mal ein bisschen gestrichen, habe ich ja eben schon angedeutet. Das finde ich doch, ich dachte erst, naja, so Einrichtungsmod, das mit dem Holz fand ich auch schick und habe den da mal so drauf gemacht, aber ich war eigentlich überrascht, dass das doch so einen anderen Eindruck hinterlässt. Sieht schon echt cool aus und ich hatte das eben auch schon gesagt, der Alligator ist da jetzt gerade dran zu schauen, ob man das Modell dann Tag für Tag ein Stück ändern kann, sodass wenn man dann zwei, drei Wochen auf See war, das alles nicht mehr so schnieke ist. Denn der ist da gerade bei, mitten im Game kann sich ja auch der Turm verändern, wenn wir da angeschlagen werden, nicht? Wenn wir getroffen werden, dann ist ein Stück vom Turm kaputt. Also lässt sich in Echtzeit im Game ja die Grafik verändern. Und da ist er gerade am Basteln, finde ich sehr spannend, die ganze Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Wenn du das Bild mal so über die Zeit ein bisschen altern kannst, das wäre natürlich eine coole Sache. Was ich mit der Modder machen wollte, war ganz einfach, das ein bisschen, wie soll ich sagen, realistischer, so in Anführungsstrichen, weil die Boote ja wohl so im Original so gestrichen waren, also in sehr hell und nicht so dunkel. Es ist ein bisschen schwierig, das definitiv rauszufinden, welche Farben da wo eingesetzt worden sind. Also ich habe ein bisschen Informationen im Netz gefunden und in der Mod ist auch die richtige RAL-Farbe drin. Aber es ist halt ein bisschen schwierig zu erkennen oder herauszufinden, wo war jetzt wirklich die Grenze, an welcher Höhe und welche Räume waren wie gestrichen. Das habe ich versucht mal ein bisschen umzusetzen. Das war jetzt auch mehr so, eigentlich mit ein bisschen aus Spaß, damit ich was zu tun habe. Ja, aber cool. Ich sehe auch hier, Mensch, habe ich übersehen, Alligator ist ja mit dabei. André2611, Deraxio, Rich Lord. Ich muss gleich auch noch mal eben die Texte eben in Ruhe lesen, war jetzt ein bisschen abgelenkt. Alligator, du kannst gerne eben, auch wenn du nicht viel Zeit hast, kurz mal ins TS schauen und kannst ja auch mal Hallo sagen. Denn dem haben wir hier auch einige Mods jetzt auch vor allem im Nachgang zu verdanken, dass die Mannschaft seekrank werden kann, die Temperaturschichten, der echte Verbrauch vom Diesel, der Sauerstoffverbrauch etc. Der hat ja den Kühlschrank mit eingebaut, die Destillierungsanlage fürs Wasser und. Da kann ich ja noch eine ganze Sendung von machen. Also du kannst gern auch noch mal eben kurz reinkommen. Dann, wenn wir schon B129 nicht haben, dann haben wir hier wenigstens ein paar Modder am Start, die dann auch noch ein bisschen was erzählen können. So, und genau, das wollte ich doch noch mal wissen. Zukunftsplanung von dir, B129. Hast du da irgendwas auf dem Schirm, wo du dich irgendwann vielleicht noch mal rantrauen willst, was du noch mal machen willst? Ja, ich habe so einiges noch in der Hand.
Da möchte ich jetzt aber gar nicht viel drüber reden. Ich möchte sehen erstmal, was jetzt definitiv mit B-129 kommt. Und ich muss dann gucken, was man dann auch noch machen kann. Und so ein paar Pläne habe ich auf jeden Fall. Also was ja definitiv, was ich noch machen will, womit ich auch schon angefangen habe, ist diese ganze Pazifik-Geschichte. Das würde ich gerne umsetzen wollen. Aber da brauche ich halt den neuen Patch. Und da muss ich erstmal sehen, was ist denn in dem Patch schon drin? Was kann ich umsetzen? Ist das umsetzbar und so weiter und so fort. Und dann kommen mit Sicherheit auch noch neue Ideen mit dem Patch, weil ja neue Missionen kommen, da kann man sicherlich auch noch mal ein bisschen was machen. Da habe ich auch so ein paar grobe Ideen, aber ob es umsetzbar ist, muss ich dann ja auch erstmal sehen. Ne? Ja, und es wird dir wahrscheinlich leichter gemacht. Jetzt wird endlich wahrscheinlich doch auch deutsche Modelle geben von Schiffen. Es war ja vorher so, dass du auch bei den Flugzeugen deutsche Flugzeuge drin hattest, aber die hatten halt den Skin von der Spitfire oder so, weil es gab keine anderen Modelle. Und ich bin auch verdammt neugierig, was mit den Eisbergen ist, ob sie da auch was machen. Denn es gab ja sogar schon das Modell vom Eisberg, wie ich gehört habe, in der Simulation. Es war zumindest vorgesehen, aber es war halt noch nichts enthalten. Ja, richtig. Eisberge, Wale, Delfine, ja. Alles, was so dazugehört, ne? Alles, genau. Was so dazugehört, ist ja alles irgendwie rudimentär schon enthalten. Ja, da muss man jetzt sehen. Also, wie gesagt, wird sich ja zeigen mit dem nächsten Patch, ne? Aber was definitiv so ist, aus meiner Erfahrung, wie der 2 Jahre dieser Entwicklung ist, es war in den Patches immer deutlich mehr drin, als vorher angekündigt war. Also es war immer tonnenweise mehr extra Sachen drin, über die sie gar nicht vorher geredet haben. Und da gehe ich auch ganz stark von aus, dass in B-29 mehr drin ist, als wir jetzt über die Videos erstmal schon gesehen haben. Mhm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und es stimmt auch, wenn ich so drüber nachdenke, da waren oft nur 4, 5 Sachen angekündigt, aber man hatte da 20, 30 neue Sachen im Endeffekt, die dann da schon im Spiel automatisch mit drin waren. Richtig, richtig. Und nächster Punkt ist ja auch, angekündigt wurde ja, es wird jetzt so ziemlich der vorletzte Patch sein, also es soll jetzt B-129 kommen und dann soll es mindestens einen großen weiteren Patch geben vor Release. Also sprich, wir haben jetzt maximal noch die B-130 und vielleicht noch eine B-131, aber dann soll es das auch gewesen sein, dann soll Release sein. So, und das muss ja alles noch umgesetzt werden. Wer weiß, was dann noch für 130 da. Da habe ich jetzt so bis auf die Häfen noch gar keine Vorstellung, was da noch extra reinkommen soll. Das muss man dann sehen, ne? Wie es angekündigt würde. Mein Wunsch wäre ganz klar, dass mit 30 an die Technik gegangen wird, dass es ein TDC gibt. Also ein Torpedo-Vorhalterechner, ein Kompass, sodass man nicht auf Mods angewiesen ist, um auch annähernd realistisch dann alles zu haben. Denn jetzt, wenn wird B-129, werden wir wahrscheinlich ohne TDC machen müssen. Denn das kann 1, 2 Wochen dauern oder länger, bis der dann aktualisiert wurde. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird oder ob das ganz schnell geht. Ja, das ist, ja, da kannst du nicht abschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar läuft, ohne dass es groß angepasst werden muss. Kann kommt aber auch drauf ganz an. Kommt drauf an, wie tiefgreifend die Änderungen sind. Kannst auch haben, dass der Mod jetzt schon mit B-129 übernommen wird. Auch gut möglich. Habe ich null Info drüber, aber wäre gut möglich, dass es mit reinkommt und schon mit drin ist. Das muss man sehen, ne? Na, das wäre ja Hammer, weil das finde ich schon eine große Sache, wenn man das fest mit einbindet. Und das wäre so ein typisches Ding natürlich, wenn das dann sowas nicht angekündigt wird, das wäre natürlich eine Hammerüberraschung. Ich gehe von eben B-130 aus und was mir eben auch wichtig ist, das Fahrverhalten vom U-Boot, das darf nicht beschleunigen und abbremsen, als wenn es Spikes hätte. Und es wird ja auch sogar beschrieben, wenn man in dem Ladescreen ist, ne, dass ein Boot immer lange braucht zum Abbremsen etc. Und diese Sachen
das ist so dieses Feinschliff Balancing und so, das denke ich auch mal, das werden die erstmal noch auslassen, die haben genug andere Sorgen. Ja, auch da wäre ich mir jetzt nicht unbedingt so sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele dieser Dinge schon in B-129 drin sein werden. Und mit 130 und eventuell mit 131 einfach nur noch Goodies und Eye-Candy-Geschichten obendrauf kommen. Wäre cool. Ich würde fast davon ausgehen, dass diese ganzen Sachen versucht werden, jetzt schon in 129 reinzudrücken, so viel wie irgend geht. Weil das ist ja jetzt auch, denen läuft ja auch ein bisschen die Zeit davon. Ne? Also wenn ich jetzt, ich weiß es nicht mehr offiziell, hab's nicht so ganz im Kopf, was sie gesagt haben, im Sommer soll es ja released werden. So, ist jetzt auch wieder, kann man jetzt auch wieder schreiben, ne? Sommer, Ende des Sommers oder Anfang Herbst. Aber wie auch Wenn es gut läuft. Ja, das ist schon eine Deadline irgendwo, weil soweit ich es weiß, Playway gesagt hat, wir geben euch noch Geld für Mitte dieses Jahr. Mehr nicht. Und dann ist Feierabend. So. Und gut, kannst dich auch wieder ändern. Kannst auch, ne, vielleicht verhandeln sie nochmal und sagen und hängen nochmal ein paar Monate dran. Aber aktueller Stand aus meiner Sicht momentan wäre Release im Sommer. Das heißt, alles muss bis dahin irgendwie, was sie jetzt noch umsetzen wollen, muss dann drin sein. Und alles, was es dann nicht schafft, kommt definitiv nicht rein. Das wäre jetzt so mein Aspekt. Und von so gesehen würde ich behaupten, im B-129 sind diese Dinge alle drinne, soweit es irgendwie möglich ist. Ja, meine Sorge ist deswegen da, weil es ja nicht so einfach ist, dass man einfach ein paar Parameter umstellt und dann beschleunigt er langsamer, sondern das hängt ja alles so viel miteinander ab, dass das nicht einfach mal eben ein Mod ist, den man mal eben in eine Stunde hinbastelt. Ja, das ist korrekt. Entschuldigung. Aber wenn du siehst, was angekündigt wurde in den Videos, dass, und dann guckst, wie lange jetzt schon an dem Patch gearbeitet wird, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, als Unwissender, das, was angekündigt wurde, ist jetzt nicht so riesengroß, dass du so dermaßen lange dafür brauchst. In Anführungsstrichen. Bisschen überspitzt gesagt. Also gehe ich auch davon aus, dass da tonnenweise andere Sachen drin sind und dann würde mir die ganze Geschichte einfallen, alles was mit der Mechanik zu tun hat, die Physikgeschichten und so weiter und so fort, dass die, soweit es irgendwie geht, damit reinkommen und jetzt wahrscheinlich die letzten Wochen wurde nur noch darum sich gekümmert, Fehler zu finden, rauszumerzen, soweit und so gut, wie es irgend geht und eventuell ist man auf ein Problem gestoßen, wo man jetzt mit der Unity Engine irgendwie Support braucht und sich das ein bisschen hinzieht, aber da steckt. Oh, hör auf, drin, ne? Das wäre ein Albtraum. Ja, das hatten wir aber schon mal. Also ist nichts Neues. Oh. Wir hatten ja schon mal die Geschichte, als sie Unity, Support von Unity brauchten. Und es ist halt, das sind so meine Überlegungen, ich mir überlege, warum dauert es jetzt ein bisschen länger. Ne? Und das sind so Dinge, was sie nicht beeinflussen können, wäre jetzt zum Beispiel die Unity Engine. Aber ich denke mal, wir kriegen da heute oder morgen noch eine Info drüber. Spätestens. Rohr 3 bewässert. Und ich lese gerade von Tobi die Frage, ob es da noch eine Mac-Version geben soll. Ja, definitiv. Ist angekündigt. Kapitän? Es wird eine Mac-Version geben. Das hatte ich auch im Forum gelesen. Aber es gibt jetzt noch keine Version, ne, die man spielen könnte. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das kommt dann erst nach Release. Aber da bin ich nicht sicher. Das weiß ich nicht. Ja, jetzt ist es aber schwer, uns zu orten. Wir sind so 2 Meter neben dem Pott. Legen Sie den Kurs an. Aber der dreht ja so übel bei. Hallo. Guckt euch das an hier. Ja, mir war halt nur wichtig, mal zu sagen, zwei Dinge waren mir wichtig zu sagen. Das eine war,
dass es halt kein definitives Release-Datum gibt von Seiten der Entwickler. Die haben also nicht gesagt, wir veröffentlichen definitiv in 2 Wochen, sondern das ist halt die beste Annahme, die wir treffen können momentan. Das wollte ich halt loswerden. Und der zweite Punkt war, dass in den Patchen immer mehr drin ist, als angekündigt wurde. Und dass jede Änderung einen Rattenschwanz an Problemen nach sich ziehen kann. Und dass wir da halt noch Geduld brauchen werden, denke ich. Los! Ja, das finde ich auch cool, dass man da mal eben kurz drüber schnackt. Und vor allem auch mir ist nicht aufgegangen, dass die geschrieben haben, natürlich bestmöglich. Ja, so ist es. Das Detail. So, den haben wir noch gekriegt. Mittendrin haben wir ihn erledigt. Ganz, ganz riskante Geschichte. Wir müssen wieder abtauchen. Tauchen auf 50 Meter. 100 Meter. Ich will hier auch keinen Funkspruch jetzt loswerden. Ich habe mich eben schon gewundert, warum der so komisch dasteht, aber der war ja gar nicht auf Null ausgerichtet. Naja, weil ich jetzt ein bisschen abgelenkt bin. So, wir sind jetzt wieder drunter. Wenn er jetzt Wasserbomben feuert, wäre ein bisschen doof. Schiffsschrauben. Direkt über uns her, Kaloy. Jo, und abtauchen, das war jetzt auch mein Stichwort. Das heißt, ich werde jetzt abtauchen. Ich denke mal, wir haben auch im Grunde genommen alles gesagt, würde ich mal behaupten. Jo. Ja. Geduld ist eine Tugend und wir werden sehen, was passiert, ne, am Wochenende. Wir werden sehen, ob wir nun den Patch bekommen oder halt die Information. Und ich gehe mal davon aus, dass wir im Minimum nochmal eine Info kriegen. 60. Sollte schon so sein, weil denen muss ja auch klar sein, wir haben natürlich die 2 Wochen im Kopf, wir wollen nichts lesen, bestenfalls, das hat keiner von uns gelesen. Ja, okay. Selektives Wahrnehmen. Ne? Du siehst nur 1 bis 2 Wochen, alles klar. Und das, was man sehen will, dann muss es ja in einer Woche rauskommen. Genau so sieht es aus, ja. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, reinzuschauen. Guck doch mal, ob du das hinkriegst. Ich hatte noch 1, 2 andere Leute angehauen, aber die haben da wohl eher Probleme mit. Wenn du mal die Zeit findest, mir da das Bremer U-Boot, das Emblem mal als Mod irgendwie zu machen, wäre sehr, sehr cool. Ja, das kriege ich wohl hin. Die Frage ist halt nur, wann. Das muss ich mal sehen. Ja, und es muss ja auch erst rauskommen. Wer weiß, ob sich da was ändert. Dann funktioniert es nachher gar nicht. Obwohl die Sachen ja meist nicht so berührt sind. Man steckt nicht drin erstmal, ne? Ja, es ist die Frage, haben Sie das Schiffsmodell oder das U-Boot-Modell in irgendeiner Form angefasst? Wahrscheinlich schon. So ein bisschen wird da auch dran gemöbelt worden sein. Vielleicht schon. Und dann wird es wieder, dann könnte jetzt so eine Texturen-Mod irgendwie mit dem nächsten Patch nicht laufen. Was ich aber nicht glaube, dass die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Also ich denke mal, dass die Sachen alle laufen müssten. Warten wir mal die Information ab. Wenn die jetzt sagen, es dauert noch mindestens 1 oder 2 Wochen, dann setze ich mich dran. Wenn der Patch kommt, dann muss ich erstmal gucken. Also wir werden sehen. Ja, dann bist du auch erstmal beschäftigt, das ist mir schon klar. Ja, das auch definitiv. Aber das möchte ich auch nochmal sagen. Ich werde jetzt nicht, wenn der Patch raus ist, mich gleich an meine Mods setzen und die alle anpassen, wenn es nötig ist, sondern ich werde dann definitiv erstmal warten, dass ein paar Korrekturen in den Patch reingeflossen sind, also ein paar Fehlerkorrekturen reingeflossen sind. Und ich werde auch erstmal eine ganze Zeit lang einfach den Patch nur testen und Fehlerberichte schreiben. Also nicht davon ausgehen, dass ich jetzt beispielsweise meine Living U-Boat Mod sofort für den Patch anpasse. Mal ganz davon abgesehen, dass ich gucken muss, ob denn diese Mod überhaupt noch relevant ist. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt mit dem Patch ja dieser gesamte Schiffsverkehr rein. Kannst du ja auch haben. Und dann ist die nicht mehr nötig. Ne? Das wäre auch sehr, sehr cool, wenn da von denen erstmal was kommt und du dann da höchstens wieder dran feilst, dass das Grundding da ist. Aber da müssen wir uns überraschen lassen. Und die Community gibt dir mit Sicherheit 24 Stunden Zeit für deine Mods. Also da kannst du ganz entspannt dich zurücklehnen, Wahnsinn. Ja, ich weiß.
Ich weiß. Ja, ist klar. Ich sehe das ja auch immer in den Kommentaren dann bei den Mods. Also das war jetzt bei jedem Patch so, dass ein Tag später und ist schon für Dings angepasst. Nein, ist noch nicht. Aha, okay. Warum nicht? Mach das nicht mehr. Kein Bock mehr. Genau so ist es. Raven hatte noch eine Frage, und zwar, ob andere U-Boot-Typen reinkommen. Ja, definitiv kommen andere U-Boot-Typen rein. Oder, was heißt definitiv? Da lehne ich mich viel zu weit aus dem Fenster. Es ist angekündigt. Es ist sogar in den Dateien schon zu sehen. Es ist ein Typ 21 drin. Ob die anderen Typ 7-Boote reinkommen, weiß ich nicht. Typ 7b ist, glaube ich, drin. Oder ist, also zumindest habe ich das in den Dateien gesehen. Und angekündigt ist es, dass irgendwann nach Release oder noch vor Release, also andere U-Boot-Typen reinkommen sollen. Auch das wäre zum Beispiel so eine Geschichte, die mit in dem Patch drin sein könnte, weil ich ja gesagt habe, ne, es ist immer mehr drin als angekündigt. Mhm. Das hatten wir auch schon mal, dass irgendwie mit Patch, ich weiß es nicht mehr, 127 oder 26, keine Ahnung, waren plötzlich Tanker mit drin. So. Die waren überhaupt nicht angekündigt und dann war in dem Patch, waren dann plötzlich 3 neue Schiffstypen mit drin. Also, ja, kann man sich drauf freuen. Und für DLCs soll ja auch noch Platz sein. Hauptsache, er macht erstmal das Grundding fertig und er schafft das bis heute Abend, dann sind wir ja alle glücklich. Wir sind ja sowas von ja, verständnisvoll. Das ist ja kein Ding. Ja, und du hast auch noch, es gibt ja in diesem Modding-Tool oder dieses Template, was sie für den Editor da erstellt haben, auch die Möglichkeiten, Schiffsmodelle reinzubringen. Spielbare und nicht spielbare Schiffsmodelle. Es funktioniert halt noch nicht so richtig, weil es noch nicht komplett ausgearbeitet ist. Ach, aber ich denke mal, dass nach Release da hoffentlich nochmal an diesem Mod-Template gearbeitet wird für den Editor. Und dass das, wenn das rund läuft, dann hat man auch die Möglichkeit, eigene 3D-Modelle da reinzubringen mit eigenen KI-Geschichten und Verhalten. Und hast du nicht gesehen? Na, dann geht's ja richtig ab. Ja, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin. Es ist halt momentan, läuft es halt noch nicht. Es ist wahnsinnig schwer, da ein anderes Schiffsmodell reinzukriegen. Und da lassen auch alle Leute die Finger von, weil es einfach, du stößt immer wieder auf Probleme. Es gibt Dinge, die noch nicht richtig funktionieren. Abwarten. Einfach abwarten, da muss man Geduld aufbringen. Ja, und das ist man ja als Soldat auf dem U-Boot, als Soldat ist das ja, ist man das ja gewöhnt. Geduld und Langeweile und dann auf einmal kommt die Action. So sieht das aus. Und auch immer bedenken, es sind nur 3 Leute, beziehungsweise 5 jetzt. Wobei 5 muss man auch vorsichtig sein, das ist Ruby, der nur die Kommunikation macht. Und noch einer, der sich um die Häfen kümmert. Und ja, musst du auch immer im Kopf behalten. Das sind halt, ist halt ganz kleines Entwicklerteam und die können auch nicht alles auf einmal machen. Und da ist es doch noch ein größerer Hammer, wenn ich das jetzt hier sehe und wenn ich mir Silent Hunter 5 anschaue von Ubisoft. Also da muss sich Ubisoft doch schon fast schämen, oder? Die haben es ja nicht mal für nötig behalten, irgendwie da was nachzupatchen, dass es dann irgendwann wenigstens nicht, also dass es wenigstens absturzsicher läuft. Aber das ist ja irgendwie bei 80% war es fertig und dann haben sie es rausgehauen und dann war Schluss. Das ist denen anscheinend völlig wurscht. Ja, und das ist ein Riesenladen, ne? Die haben so viele Ressourcen, die könnten da ohne weiteres einen riesen Fass aufmachen, wenn sie wollten. Ja. Das ist dann halt die Sache, jetzt lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil halt die Community zu klein ist und man halt nun nicht so viel Geld damit verdienen kann. Und das steht bei den Studios auch erstmal natürlich ganz oben auf der Liste, dass sie Kohle machen müssen, das ist ja auch klar. Und so ein kleines Studio, also ich habe da echt einen riesen Respekt vor, wenn ich mir angucke, was die in 2 Jahren auf die Beine gestellt haben. Das ist schon ziemlicher Hammer, muss ich sagen, für 3 People, die da irgendwie aus Polen raus 30. so ein Ding hier auf die Beine stellen. Ne? Muss man auch mal im Kopf, muss man auch mal sehen. Ist halt kein Riesenladen, ist kein Laden mit einer eigenen Qualitätsabteilung, wo 500 Leute arbeiten. Ist kein Laden, der irgendwie
die Möglichkeit hat, mal auf die Schnelle 30 extra Programmierer einzustellen, um an einem Problem zu arbeiten oder was auch immer. Ja, ganz genau, ganz genau. Dann können wir froh sein, dass der Publisher da die Möglichkeit sieht, noch Geld mit zu verdienen. Denn das sind ja auch Profis und die geben ihr Geld auch nicht unnötig aus. Ich gehe also auch davon aus, dass das jetzt alles hier ein gutes Ende nimmt und wir hier nochmal zwei gewaltige Erweiterungen kriegen und vielleicht ja sogar noch eine dritte. Und den Rest, das können wir dann getrost den Moddern überlassen. Und ab und zu mal ein DLC wäre dann natürlich nicht schlecht. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ohne jetzt U-Boot hätten wir ja keine moderne U-Boot-Simulation zurzeit, ne, die man richtig zocken kann, wo man Armaturen hat etc. Weil sonst hätte man ja noch Cold Water, was mir auch gut gefällt. Anderes Setting natürlich, da geht es um die moderne Kriegsführung. Aber man hat halt eben das U-Boot nur aus der Außensicht und ach, die Armaturen sind mir da zu rudimentär. Das ist also nichts für mich, da habe ich nicht lange Spaß dran. Und das hier ist jetzt wirklich was, wo man sagen kann, da hat man für Jahre dann eine anständige Simulation. Ja, vor allen Dingen, weil es auch also was mich persönlich sehr begeistert halt, ist, es ist halt eine schöne Mischung. Ne? Es ist halt nicht so eine reine Simulation, sondern du kannst es auch schön spaßig arkadisch spielen und du hast halt dieses, wenn du willst, kannst du dich um das Management richtig kümmern. Aber du kannst es auch spielen wie eine reine Simulation, auf Hardcore-mäßig deine Torpedolösungen da irgendwie selber ausrechnen oder auf der Karte rumwerken und was weiß ich nicht alles. Und das finde ich halt, die Mischung begeistert mich da am meisten bei U-Boot. Habe ich ja auch schon negativ gehört, wo es dann hieß, ja, das ist Sims, ne, auf dem U-Boot, aber ich glaube, das ist also nicht fair. Das ist so nicht der Fall. Ja, da wären wir dann wieder bei den ganzen Silent Hunter-Fans, die eigentlich nur ein weiteres Silent Hunter haben wollen, so wie sie es kennen. Und ich meine das jetzt nicht negativ. Ich möchte da auch nicht mich jetzt mit den Leuten überwerfen, das ist nicht gemeint. Aber wenn da zum Beispiel gesagt wird, naja, das ist kein richtiges U-Boot-Spiel, das ist ein Sims auf U-Boot oder auf dem U-Boot, das wird der Sache nicht gerecht. So, wir wurden verdammt. Jetzt haben wir auch noch mal Action zum Schluss. So, ich habe dich hier schon viel zu lange aufgehalten, ne? Du wolltest schon lange weg. Schießen die oder sind das Wasserbomben? Eieieiei. Schwerer Wassereinbruch. Zum Glück haben wir es hier nicht so tief. Ja, dann schnappe ich mal meinen Tauchretter und verschwinde. Ja, ganz gut. Ja, jetzt verlassen die. Wir hatten das sinkende Schiff, so ja, ist das. Also mach's gut, ne? Also Spaß vielen auch. Dank. Ja, gerne doch. Und bis demnächst in diesem Theater. Mach's gut, ciao, ciao. Jo, ciao, ciao. Ich hab das aber schon geahnt und hab tatsächlich nochmal einmal kurz vorher gespeichert. Die haben uns gesehen und haben dann mit der Kanone auf uns gefeuert. Na? Und damit haben sie es uns gegeben. Ich hoffe mal, aus dieser Nummer komme ich noch mal raus. So, dann gucke ich doch noch mal hier, zumindest das, was ich im Chat sehe. Das ist der Hank Gaming. Ja, uns geht es gut. Noch besser wird es uns gehen, wenn wir B129 endlich in den Händen hätten. Wir werden alle sterben. Das lasse ich heute mal durchgehen. Ja, und Raven bedankt sich. Sehr schön. Ja, Silent Hunter 3, das war wirklich noch cool, ne? Also da war die Welt noch in Ordnung. So, weiter scrollen kann ich jetzt schlecht.
Müsstet ihr sonst das nochmal reinschreiben? So, dann haben wir hier ja immer noch einige am Start. Ich sehe gerade hier, da haben wir ja doch einige Zuschauer. Gut, wir müssen hier sofort abtauchen. Und dann mal eben sehen, ob das klappt, ob das reicht. Da müsste er kommen. Sonarwellen, Herr Kaloy. Jetzt hat er mich mit dem Sonar. Nutzt ihn aber nichts, wenn er keine Wasserbomben mehr hat. Und jetzt bin ich nämlich zu tief, dass er nicht mehr auf mich feuern kann. Sehr gut. Können wir das hier schon stoppen? Jetzt müssen wir noch mal rauf. Zwölf Meter. Schnell unseren Schuss machen. 40. Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Sie pingen uns an. Sie pingen uns an. Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Oh, und richtig. Ja, ich will ja nur einmal rausgucken. Nur einmal kurz Hallo sagen. Und dann bin ich ja auch schon wieder weg. Jawohl. Wenn er das dann mal machen würde. Herr Kaloy? Achso, ich bin schon dran. Okay, Entschuldigung. Der Wüt, das reicht mir. Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Nochmal. Auf Seerohrtiefe. Wir wollen ja nur eben den Fangschuss machen. Rohr 1, bewässer. Ich sehe noch nicht genug. Komm. Rohr 1, bewässert. Alles ist gut, ich müsste jetzt nur noch feuern. Da ist er. Ist er das? Nee, das ist er nicht. Doch, das muss er sein. Los! Sonarwellen, Herr Kaloy. Ah! Wurde schon wieder gerammt. Vom nächsten Zerstörer. Ah, das ist ja wieder der falsche Moment gewesen. Ich hätte den auch noch abwarten müssen. Wir gucken mal, ob hier irgendwas repariert wird. Feindliches Schiff wurde getroffen. Jawohl. Der Tanker ist jetzt wenigstens Geschichte, hoffe ich. Denn den habe ich ja eben übersehen. Das war ja wohl auch eben eine Hetzjagd mit dem Kollegen, ne? So, und mal sehen, ob wir das Boot jetzt noch wieder gebacken kriegen. Wir haben einen verletzten Mann. Direkt über uns. Da muss ich hier irgendwie, damit was passiert. Müssen wir hier raufgehen. Ich mach das mal eben in Ego-Perspektive. Dass unsere Verletzten... Ja, das Boot läuft jetzt ein bisschen voll, aber die Elektrik läuft noch. Ich schmeiß mal einfach die Pumpe an, egal. Damit wir nicht zu schwer werden. Und jetzt müsste ich den hier noch umstellen. Auf Arztbesuch. Ja, hier strömt noch Wasser rein. Ja, Jungs, was macht ihr hier denn alle? Sag mal, ist das hier eine Demo? Erledigt, Schaden repariert. 80. Christian geht's nicht so gut. Erledigt, Schaden repariert. Oh. Sind wir auf dem Boden angekommen? Jo. Gut, erstmal alles abpumpen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein Leck haben. Das können wir dann zur Not erstmal dicht machen, bis jemand kommt, der da sich mit auskennt.
Aber es sieht so aus, als haben wir das diesmal im Griff. Ja. Haben wir den Tanker noch zerstört? Und das Boot, das kriegen wir wieder trocken. Hier fließt noch was rein. Also irgendwie scheint... Also das ist hier natürlich dem geschuldet. Und hier kommt was Wasser rein. Das ist gut. Erledigt. Hier pumpen wir ja ab. Repariert. Na, da bin ich guter Dinge, dass wir nicht alle sterben. Jedenfalls nicht heute. Auch du nicht, Patrick. Morpheus. Mehr Tom Thompson. Ja, gute Nachrichten, Thorsten. Konrad. Kaira Wohl. Wen wir hier alle haben. Jure, Jens ist mit dabei hier. Kavarin. Der dicke Peter. Ist der jetzt gleich wieder fit oder nicht? Zu Befehl. Muss ich mir Sorgen machen? Ich glaube, der wäre uns in ein paar Sekunden weggeknispert. Das ist eine Sache. Oh, 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 oh. Gestorben. Es ging nur um Sekunden. Ei, okay, nochmal. Jai. Nochmal ein Schuss. Bei mir stirbt keiner. Nicht heute. Steiner 81, moin. Minka Sound. Sehr schön, willkommen an Bord. So, ich hoffe, das war auch ein bisschen interessant für euch. Da vielleicht jetzt auch noch sogar noch von Wangse ein bisschen zu hören, der ja auch da guten Kontakt zu hat. Und dann lassen wir uns überraschen. Also jetzt bin ich noch mehr gespannt auf B129. Aber diese Tour bringen wir hier noch zu Ende. So, es war erstmal Abtauchen angesagt. Weil der uns ja dann rammt. So, da springen wir jetzt mal vor. So, der fährt uns über uns rüber. Dann kommt noch ein zweiter. Der hat uns eben auch erwischt. Den lassen wir jetzt auch über uns rüberfahren. So, jetzt gehen wir auf 12 Meter. Bis auf 9 Meter. Wüt. Ran ans Zielfernrohr. Jetzt haben wir aber genug Zeit, um zu feuern. Kapitän. Und dann wegzukommen. Ohne dass uns noch jemand hier wegstirbt. Rohr 1 bewässern. Periskop gleich wieder einfahren und sofort runter. Kriegen wir noch die Nachricht raus? Ne, egal. Erstmal verschwinden wir. Na, es hat noch gereicht. Konnten wir wirklich noch absetzen. 20 Meter. Feindliches Schiff wurde getroffen. Jawohl! Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. So. Der kommt nicht wieder.
30. Und 0 Verletzte. So geht's auch, ne? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal so ein bisschen Alarm. Wir gehen auf 50 Meter und fahren mal eben kurz noch mal volle Lotte. Nehmen uns einen vor, der schön weit weg ist. Gucken mal, ob wir den noch über Wasser eingeben können. Oder ob wir die jetzt alle hinter uns herziehen. Ich will die jetzt noch mal ein bisschen ärgern. Okay, okay, okay. Vorher vielleicht einmal noch speichern, denn den haben wir ja jetzt im Sack. Matt Tom Thompson, grüß dich. Nein, nicht Thompson, ne? Tommaso. Ich sag immer Thompson. Ja, also das haben wir eben wirklich alles recht gut durchgenommen. Ich will das jetzt hier nicht zu sehr belasten. Das müsstest du dir tatsächlich im Nachgang alles anhören. Aber ganz kurz gesagt, es ist noch möglich, dass bis heute U-Boot B-129 herauskommt. Wenn das heute oder eben bis morgen früh nicht raus ist, dann können wir davon ausgehen, dass U-Boot, dass die dann irgendwie einen Kommentar machen. Der Jure, der da immer im Forum ist, dann wird er wohl uns sagen, hey, dauert noch 2-3 Tage oder gibt andere Probleme, dauert noch 2-3 Wochen. Da werden wir wahrscheinlich eine Info kriegen, das würden wir uns zumindest wünschen und wäre ja auch nicht blöd. Aber ganz wichtig, was wir heute herausgefunden haben, die Aussage, wann U-Boot rauskommt, B-129 war, wenn es gut läuft in 1-2 Wochen. Und da hat Wangse ganz genau recht, wann läuft es denn mal gut bei einem Programmierer? Wann läuft es überhaupt mal gut auf der Arbeit? Das können wir, glaube ich, auf alle ummünzen. Und deswegen darf man, wenn man hört, ja, 1-2 Wochen, wenn es gut läuft, dann kann es auch gut 2,5 Wochen dauern oder 3 Wochen. Aber dennoch muss dem bewusst sein, wir hatten jetzt natürlich 2 Wochen im Kopf, das ist selektives Denken, so wie das halt ist. Und ja, dann hoffe ich, dass die dann noch mal was dazu schreiben. Aber wie Raven das passend in einem Satz beschreibt, wir haben noch keine Neuigkeiten. Das ist soweit Fakt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, jetzt bin ich auf 50 Meter. Die hören mich definitiv. Ich habe volle Fahrt drin. Und ich will nicht, dass meine Besatzung direkt über uns, Herr Kaloy, Probleme mit der Luft hat. Und werde deswegen den Ventilator mal eben anschmeißen. Warum ist hier er schon wieder aus? Und dann sehen wir, kriegen wir ganz schnell wieder Frischluft. Und jetzt verbrauchen sich auch die Filter, was nur bedeutet, dass wir noch schneller wieder atembare Luft bekommen. Wenn die Filter raus sind, dann ist es halt so, dass die nicht mehr gefiltert wird, aber sie wird dann noch, ja, wir haben noch so eine Umluft dann und der Ventilator verteilt sie dann besser, sodass wir dann trotzdem jetzt auch danach noch einen Effekt haben. Ja, das wird also ganz wieder auf 100% sich steigern.
reicht mir auch schon. So, jetzt haben wir wieder Luft. Das Boot ist mittlerweile schön trocken. Dann können wir auch wieder den Kreiselkompass einschalten. Wir schalten die Destillierung wieder ein. Kühlschrank wieder an. Klotür schließen. Ja, zurzeit gibt es Fisch, der ist billig. Und dann können wir von unserer letzten Feindfahrt ja einfach so wieder zurückkehren. Zack. Auf diese Koordinaten setzen. Zack. Nein. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh, möchte ich das nicht. So. Und ich will hier nochmal richtig durchmöbeln. Sie sollen mich ruhig hören, wie gesagt. Batterien haben wir noch, gut. Aber schnappen können wir uns keinen mehr. Und die haben keine Wasserbomben mehr. Die können uns hier anscheinend gar nichts mehr. Sie können nur sehen, dass sie ihre Schiffe verteidigen, dass sie immer dranbleiben. Und ich muss sagen, die haben sich schon sehr interessant verhalten hier. Na, wenn ihr das zwischendurch ein bisschen mit mir beobachtet habt, dann habt ihr ja gesehen, die haben teilweise komplett ihren Kurs geändert und bleiben so jetzt auch immer als Verband zusammen. Schiffsschrauben direkt über uns her, Kalau. Keine Wasserbomben. Ja. Ei, ei, Herr Kaloy. Der Sonar nutzt ihnen nichts. Da können wir den so abhauen. Direkt über uns, Herr Kaloy. Das macht die natürlich irre. Batterien haben wir noch ein bisschen. So, jetzt machen wir auf kleine Fahrt. Wir schleichen jetzt. Gehen noch ein bisschen weiter runter. Und dann verlieren sie mich. 80. Jetzt müsste ich irgendwo hier sein. Er bleibt sogar extra stehen. Hört nichts. Also total interessant. Die KI ist doch schon echt sehr abgefahren, ne? Die hängen sich ja auch noch mal dran, suchen die Gegend ab. Der muss sie doch irgendwo stecken. 100 Meter. 90. 100 Meter. Schleifen wir doch schon auf dem Boden. Nee. Gut, gut, gut. Und da ist jetzt der letzte Punkt gewesen, ne, wo ich die Maschinen auf kleine Fahrt gestellt habe. Und da sagen die sich, da muss hier doch irgendwo sein. Hören die mich? Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Ah, weil ich nicht mehr so knapp über den Boden bin, ne? Ist hier etwas tiefer.
Wir könnten das uns mal eben genauer anschauen. Wie viele Meter ich noch genau habe. Und dann müssen wir wohl noch einen Ticken tiefer, um die jetzt wirklich abzuhängen. Meter. Meter. Herr Kaloy, 110. Schiffsschrauben, direkt über uns, Herr Kaloy. Und die anderen haben das angefunkt, dass sie wieder einen Kontakt haben. Sehr cool, wie die uns hier jagen. Die Mannschaft ist schon wieder mit den Nerven am Ende. Das liegt jetzt nicht an B-129. Dick wie nix, das ist auch ein guter Tipp, dass man das Spiel wirklich erstmal wieder grundreinigt. Was ich gerne mache, was eigentlich reicht, ist bei mir, wenn ich auf Reparieren stelle bei Steam, dann erneuert er alle Dateien, verifiziert die und dann wissen wir, ob es dann auch sauber ist. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Das ist natürlich jetzt echt gemein, dass die eben hatten die mich so schön verloren und jetzt bleiben die an mir dran und langsam geht einem die Luft aus. Nicht jetzt von der Luft selber, aber die Batterien. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Komm an ihr Ende. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Wahrscheinlich hören die jetzt tatsächlich die ganzen Apparaturen. Heizung. So, gleich, zack. Was haben wir? Nichts passiert. Ein Seewolf hat alles wieder besänftigt anscheinend. Direkt über uns, Herr Kaloy. Aber wir müssen jetzt die Sachen wieder ausschalten, sonst können wir die nicht abhängen. Also, das heißt, wir brauchen einmal, der Kreiselkompass muss aus. Ei, ei, Herr Kaloy. Hier müssen wir sehen, die elektrische ist nicht an. Gut, dann brauchen wir den Kühlschrank und Heizung muss aus. Kein Wasser destillieren. So, jetzt müssen wir schon eine ganze Ecke leiser sein. Was haben wir noch an hier? Nur noch das Hydrofon. Und das brauchen wir. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. So, jetzt müssten die uns eigentlich verlieren. Ist das cool? Also so eine blöde Heizung und Kreiselkompass und alles drumherum ist einfach zu laut. So, kurz vorm Aus. Oh, jetzt ist aber was passiert.
Irgendeiner spielt hier nicht mit. Na gut, wir können auf jeden Fall wieder auftauchen. Gehen wir schon mal auf 15 Meter. Okay, das haben wir. 20 Meter. Kreiselkompass einschalten. Destillierung. Wie sieht es überhaupt aus? Wir haben zurzeit minus 20 Liter pro Tag. Nein, pro Stunde. Pro Stunde. Auf Zero Liter Tiefe. Pro Stunde. Das wäre sonst ja kein Problem. Und jetzt, wo ich die eingeschaltet habe, sind wir noch minus 4. Da muss ich wohl noch dran rumschrauben. Ich habe von dem Alligator die Config bekommen, dass ich das einstellen kann. Denn das ist jetzt eigentlich nur für 5 oder für 6 Personen eingestellt und nicht für diese ganze Bagage. Und so wird der Tank irgendwann leer sein. Kann auch sein, dass die Config sich überschrieben hat. Wir schalten auf mal noch den Kühlschrank an. Und dann haben wir wieder alle Sachen am Laufen, die wichtig sind. Und was ich auch eben beschrieben habe, nehmen wir an, das ist die Sichtweite. Und es ist stockdunkel nachts. Denn wäre das Schiff ja jetzt hier, könnte uns das nicht mehr sehen. Aber wir könnten theoretisch nur 2 Kilometer entfernt sein. Und wenn ich jetzt auftauchen würde, über Wasser mit voller Fahrt wegfahren, wird er sich da nicht drum kümmern. Mache ich das unter Wasser, wird er sich sofort an mich ranhängen. Aber wenn man über Wasser fährt, hört man das genauso auf dem Sonar. Und wenn jetzt nicht gerade Schiffe dazwischen sind, die vielleicht durch eine Lärmwand mich dann ihnen das nicht horchen lassen, das hat damit nichts zu tun, selbst wenn ein Schiff direkt auf mich zugefahren ist, der hat das nicht registriert. Das sind alles Sachen, die eben noch bearbeitet werden müssen. Auf Seerohrtiefe gehen! Damit das dann auch wirklich rund ist. So, jetzt müssten wir auch funken können. Und dann arbeiten wir jetzt erstmal mit dem Seerohr nur. Also dem Schnorchel meine ich, damit wir jetzt hier erstmal wegkommen mit kleiner Fahrt. Noch zieht er an der Batterie. Ja, jetzt macht er das. Er füllt schon auf. Doch, doch. Gut. Und dann nur noch nach Hause, nach dem ganzen Theater hier. Und jetzt dürfen wir hier nicht so viel Krach machen, weil wir noch unter Wasser sind. Aber über Wasser wäre es jetzt schon Schnuppe. Und im Schutze der Nacht machen wir uns dann vom Acker. Geschafft. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Na also. Was eben auf jeden Fall zu bedenken ist, wenn B129 rauskommt und man hat noch ein Spiel, was man sowieso noch zocken will,
dann sollte man das gar nicht erst updaten, sondern erstmal 2-3 Hotfix abwarten, bis dann noch ein paar Fehler beseitigt wurden. Die ersten Tage wird da bestimmt einiges sein. Ich kann es nicht abwarten, ich werde es auf jeden Fall in der Sekunde runterladen. Ah, Heizung ist, habe ich vergessen. Die Mannschaft friert. Dann kriegt die nämlich einen Schnupfen. Das wollen wir ja nicht. Noch was? Nee. So. Alle sind erholt. Ja, hier sehen wir die eingelagerten Waren. Jetzt sind wir plus 1 Liter. Das heißt, jetzt kriegen wir doch das hin. In 8 Tagen wäre sogar alles Wasser wieder aufgefüllt. Aber da sieht man, so effektiv waren die noch nicht. Alle überlebt. Erwin Rommel. Ja, cool. Wangsel hat die neuesten Infos jetzt wieder. Sehr schön. Wenn es keine weiteren Probleme gibt, haben wir es am Montagabend. Na, aber das bedeutet doch, dass das nächste Woche rauskommt. Ob Montag, Dienstag, Mittwoch macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Eieiei, gut, dann haben wir nächste Woche nochmal ordentlich was zu tun. Dann brauchen wir also dieses Wochenende nicht drauf warten. Das heißt, wir machen hier nochmal eine ganz klassische Runde am Sonntag. Ragulsor ist auch mit am Start. Ja, nicht vergessen, der hat ja auch einen Channel, der macht auch live seine U-Boot-Geschichte. Maxi ist mit dabei. Moin, grüß dich. Und ein Fuchsus bittet darum, das Spiel zu kaufen. Und da hat er völlig recht. Vor allem für diesen Preis. Da muss jetzt noch ordentlich was passieren. Also, jetzt wissen wir es. Ganz frisch, Montagabend ist es geplant, mitteleuropäischer Zeit. Den BDU ignoriere ich jetzt mal. Wir machen aber noch ein bisschen. Eine Pause. Jawohl, Herr Kaloy. Ein bisschen Dieselkompressor. Im Dienst. Da konnten wir ja noch in diesem Video klären, wann U-Boot B-129 rauskommt. Das ist doch genial. Der Doktor, grüß dich, moin. Willkommen an Bord. So müde. Und dann müssen wir wieder mit 5 Mann erstmal Vorlieb nehmen. Das wird ja ungewohnt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Aber freut mich, dass wir das noch klären konnten. So müde. Melde mich zum Dienst. Und ich sehe gerade fast 50 Daumen oben. Bei 50 Zuschauern anscheinend.
Das ist ja auch gewaltig jetzt hier unangekündigt am Vormittag. Echt vielen, vielen Dank. Legen Sie den Kurs an. Kurs setzen. Ja, der will immer seinen Spezialweg dann plotten. Das wollen wir aber nicht. Jetzt darf ich doch noch mal Vollgas geben. Schneller, schneller! Zu Befehl, Kapitän. Na, das ging ja. Ja, und dann wird ja wohl bei B-129 haben wir einen ganz anderen Schnack an Häfen. Da bin ich ja auch gespannt. Legen Sie den Kurs an. Ja, dann rauf an Deck. Ruder hart Steuerbord. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zwischendurch gönne ich mir, auch wenn ich das so zocke, einfach so diese Momente, um die Simulation noch mal so ein bisschen zu genießen. Man kann alles auch mit Klick, Klick, bin ich da auch in 10 Sekunden dran. Aber ich finde, das macht sie ja aus und die gibt das ja her. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Na, ja, das sieht doch gut aus. Bei Nebel sieht das schon anders aus, ne? Da hat man echte Probleme, da wirklich ranzufahren. Legen Sie den Kurs an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Müssten wir noch eine fette Belohnung kriegen? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, also die U-Boote, die einfach einen wirklichen Unterschied gemacht haben, sind halt alle U-Boote, die dann nachher über Wasser langsamer waren als unter Wasser. Ich würde mich echt freuen, wenn wir sowas schon bekommen, aber da könnte ich auch wirklich mit leben, wenn das dann tatsächlich so lange dauert, dass man da das später mit einem DLC kriegt, dass man selbst steuerbare U-Boote der ganz modernen Klasse
wechseln auf E-Motor. Dann sich so später nochmal nachholen kann. Aber klar, würde ich mich auch freuen, wenn sowas dann schon gleich mit am Start ist. Schneller, schneller! So, macht alles klar zum Anlegen hier, Jungs. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Na, komm. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dranbleiben. Mach die Leinen klar hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Wir sind wieder zurück. Na, dann holen wir uns noch mal unsere Belohnung ab. Vom Ventilator ins Gesicht blasen lassen. Ja, richtig. Damit das dann richtig rüberkommt. In VR macht das wirklich was aus. Ihr spürt in VR jeden Luftzug. Und wenn ihr eine Simulation zockt mit einem Doppeldecker und ihr stellt euch einen Ventilator vorne hin, das gibt einen Effekt, das ist unglaublich. Das ist wirklich wahr. Also in VR macht das richtig was aus. So, wir sind zurück von einer, ja, von unserer tatsächlich vorletzten Fahrt. Was sagst du dazu? Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Na, das ist doch was. Das ist doch was. Bam. Die 16 haben wir ja schon mal. Und dann haben wir hier tatsächlich wieder Korvette, Zerstörer, ein Frachter, dann amerikanischer Frachter, mal eben nebenbei ein Flugzeugträger. Ich weiß gar nicht, ob ich alles jetzt gemeldet habe. Dann haben wir den Tanker noch erwischt. Ja, ich glaube, den letzten haben wir nicht mal gemeldet. Und wir sind nicht unentdeckt geblieben. Oh, keine Extrapunkte. Gefälligkeiten sind alle durch. Und Landurlaub kriege ich irgendwie auch nicht mehr. Das ist immer ein Tag davor, bleibt er immer stehen. Das haben wir jetzt schon so durchgenudelt. Machen wir noch den Scheinwerfer aus. Ich glaube, ab 44, 45, da war die Verdunklung auf jeden Fall angesagt. Ja, dann haben wir es heute wieder geschafft. Ich denke, dennoch wissen wir jetzt mehr. Einmal, was es für Probleme alles geben kann. Sind noch ein paar Mechaniken durchgegangen, was bei U-Boot auf jeden Fall noch nachgelegt werden muss, hinsichtlich Sonar etc. Und wir wissen, Montagabend muss es eigentlich soweit sein. Also können wir am Dienstag doch wohl wirklich zocken. Das würde bedeuten, dass auch am Dienstag von mir, egal was kommt, ein Video kommt. Und wohl auch, wenn es geht, am Mittwoch und dann wieder am Sonntag. Denn so hatte ich es geplant.
Und ja, jetzt muss ich noch sehen, wie das zeittechnisch alles geht. Bin ja halt noch voll berufstätig. Das geht noch ein paar Jahre so. Aber das U-Boot, das werde ich hier noch unterkriegen. Keine Fragen offen geblieben, oder? Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart so lange. Und dann machen wir uns jetzt noch mal einen gemütlichen Samstag und ich gucke mal, ob ich hier noch heute irgendwas zocke. Ein bisschen intensiver, wenn ja, mache ich das auch noch mal gleich live. Peace.